Hallo und herzlich willkommen zu Ad hoc 24 am 2. Februar. Der Umgang mit gefälschten Impfpässen in Apotheken ist weiterhin ein heikles Thema. Denn einerseits dürfen Apothekenmitarbeiter keine digitalen Impfzertifikate ausstellen, wenn sie berechtigte Zweifel an der Echtheit des Nachweises haben. Andererseits herrscht vielerorts wegen einer möglichen Verletzung des Berufsgeheimnisses Unsicherheit, ob sie die Fälscher bei der Polizei melden dürfen. Das Amtsgericht Landshut hat nun geurteilt, ja, sie dürfen und sie sollten sogar. Denn demnach handelt es sich um einen sogenannten rechtfertigenden Notstand. Das heißt, die Gesundheitsgefahr, die für andere Menschen von gefälschten Impfnachweisen ausgeht, rechtfertigt eine Verletzung der heilberuflichen Schweigepflicht. Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Diesmal auf 18.461. Das meldet die Abda unter Berufung auf die Meldung der Landesapothekerkammern. Demnach ist besonders die Zahl der Inhaber spürbar zurückgegangen, nämlich um 392 auf 13.718. Sie liegt damit erstmals unter der Marke von 14.000. Demgegenüber steht ein Verlust von unterm Strich 292 Apotheken. Die neuen Nummerierungsregeln bei digitalen Impfzertifikaten sorgen vielerorts für Verwirrung. Eigentlich waren sie mit Monatsbeginn eingeführt worden, um Menschen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, einen Nachweis zu erleichtern. Wer damit seine Grundimmunisierung erhalten hat und dann mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurde, erhält nun die Nummerierung 2 von 1. Für den Booster gibt es die Nummerierung 3 von 1. Allerdings wurden einige Fälle nicht berücksichtigt, beispielsweise Durchbruchsinfektionen. Wer beispielsweise die Erst- oder Zweitimpfung erhalten hat, danach eine Corona-Infektion überstanden hat und dann erneut geimpft wurde, hat ein Problem, denn dieser Fall wurde nicht berücksichtigt. Apotheken konnten gestern erstmals Corona-Impfstoff für sich selbst bestellen. Allerdings fiel der Start wohl eher verhalten aus. Die Nuveda hat nach eigenen Angaben rund 200 Apotheken mit ungefähr 1000 Vials beliefert. Von einem anderen Großhändler hieß es hinter vorgehaltener Hand, nur enttäuschend wenige Apotheken hätten Corona-Impfstoff bestellt. Einer aktuellen Aposkop-Umfrage zufolge setzen die Apotheken dabei hauptsächlich auf den Impfstoff von BioNTech, bestellen aber in der Regel nur wenige Vials und so gut wie nie die Höchstmenge von 40 Durchstechflaschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.